The Quantum Stone Star Wars Collection. Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Schaut mal, wer hier gerade einmarschiert ist. Ja, das sind die imperialen Offiziere. Vier Stück an der Anzahl aus der TVC Collection aus dem Jahre 2023. Schlappe 74 Euro. 18,50 Euro pro Figur. Na, ob die Figuren in irgendeiner Form was taugen, das wollen wir uns jetzt mal ansehen. Ja, kommen wir kurz zur Box. Das ist die Box. Bei solchen Boxen, die für Troop-Bilder da sein sollen, im relativ langweiligen Schwarz-Weiß gehalten. Da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Ist eigentlich was für einen Altpapiercontainer, grundsätzlich. Ja, was soll drin sein in der Box? Da sollen ja einmal Admiral Pete drin sein. Wir hatten schon den Captain Pete auf Karte bekommen. Den zeige ich auch noch nachher nochmal. Wir haben hier den Admiral Motti drin, der auf der Webseite witzigerweise als General geführt wird. Aber gut, was soll's, Hasbro muss auch nicht immer alles besser wissen. Dementsprechend haben wir hier also einmal Admiral Motti und einmal Admiral Pete drin. Ich werde die Box einmal aufmachen. Wir werden uns auch die anderen beiden Figuren ansehen. Die sind allerdings ziemlich generisch. Die werden so in der Originaltrilogie zum Beispiel nicht zu sehen sein. Wenn jemand weiß, ob die vielleicht irgendwo anders aufgeführt werden, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Dann bin ich auch ein bisschen schlauer. Und dann wissen wir nachher alle mehr. Gut, wir gucken mal uns die Box oder beziehungsweise den Inhalt der Box an. Dafür machen wir den einmal kurz auf. Ich habe mir schon mal was bereitgelegt. Ja. Geht sogar. Ja, und wie wir es dann alle kennen, ne, die sind alle einzeln eingepackt. Und dementsprechend können wir hier mal reingucken. 6 Waffen sollen dabei sein. Hoffen wir mal, dass das bei mir auch so ist, dass da 6 Waffen mit dabei sind. So, die kann ich mal kurz weglegen. Und dann packen wir einmal aus. Wo ist denn der Ausgang? Ach, da ist der Ausgang. Ja. Einmal Figur mit Waffe und mit Cappy. Das machen wir noch 4-mal. Auch hier Figur, schwarzes Cappy. Ein Blaster und eine Pistole, auch gut. Naja, und so weiter und so fort. Gucken wir mal, ob wir die nachher alle auseinanderhalten können. Kein Cappy mit dabei. Ja, das ist ein Ding. Wie schaut das hier aus? Hier haben wir auch nochmal Blaster, Pistole und Cappy. Wieso habe ich bei dem einen kein Cappy dabei? Ist das so? Ja, ist auch so abgebildet. Ne? Dementsprechend nehmen wir das einfach mal so an, dass da kein Cappy mit bei sein sollte. Sollte da bei euch doch eins mit bei sein, dass ihr also sozusagen 4 Cappys habt, schreibt es mir auch in die Kommentare rein. Dann hätten sie es bei mir nämlich vergessen. Aber laut Karton soll das nicht so sein. Gut, wir vergleichen in den Detailbildern nachher einmal diese Figuren. Oh, jetzt nichts durcheinander mischen. Nicht, dass ich nachher der falschen Figur ein Cappy aufsetze. Das wäre natürlich dann nicht so gut. Und es gab ja schon mal die Figuren, zum Beispiel den Admiral Motti, den gab es ja schon mal. Und auch da werde ich auch noch ein paar Detailbilder euch liefern. Dann können wir nämlich diese Figuren relativ gut vergleichen. Und ich werde nachher nochmal erzählen, wie es denn um die Detailgenauigkeit bei diesen Figuren steht. Aber bevor wir dazu kommen, gucken wir uns erstmal ein paar Detailbilder an. Dieser generische Charakter gehört dem Imperialen Sicherheitsbüro an. Aber, wer mich nicht alles täuscht, ist das Rangabzeichen nie so,
in der Originaltrilogie oder auch woanders zu sehen gewesen. Warum man aus dieser Figur jetzt nicht zum Beispiel Wolf Yularen gebaut hat, ist mir so nicht bekannt. Ganz schön ist, dass die Figur einen funktionalen Holster hat und auch relativ gut sitzen kann. Auch die nächste Version ist eine generische Figur. Hier handelt es sich um einen Officer, der den Rang eines Captains bekleidet. Auch hier hätte ich mir einen General Tagge oder einen Admiral Ozell gewünscht. Leider haben wir nur diese generische Figur bekommen. Auch diese Figur hat einen funktionalen Blaster und kann gut sitzen. Kommen wir nun zur Hauptattraktion Admiral Peet. Wie wir sehen, hat er das korrekte Rangabzeichen und auch die korrekte Anzahl an Kotzylindern. Und auch die Bekleidung scheint einigermaßen korrekt. Warum man nun eine Waffe mitgeliefert hat, aber keinen funktionalen Holster, müsste mal Hasbro beantworten. Hier nun Admiral Motti. Diesem hat man leider keine Cappy mitgegeben und auch kein funktionales Holster. Aber dafür sind die Anzahl der Kotzylinder korrekt und auch das Rangabzeichen stimmt. Wie man vielleicht sieht, ist das Rangabzeichen hier einzeilig, das andere war zweizeilig. Tja, woran das wohl liegen mag, keine Ahnung. Vielleicht war es doch so, dass wenn man den Todesstern sprengt, alle vorhandenen Abzeichen zerstört werden und nach der Todessternsprengung wieder neue Abzeichen erfunden werden müssen. Hier nochmal zum Vergleich. Die VC 270 aus dem Jahre 2023. Hier sieht man eindeutig, dass die Figur mit Admiral Peet gekennzeichnet ist. Aber dafür sehen wir, dass das Rangabzeichen eher dem eines Captains entspricht und nicht eines Admirals. Und hier sehen wir nochmal Admiral Motti aus dem Jahre 2006 aus der The Saga Collection. Hier ist das Rangabzeichen richtig und auch die Kotzylinder sind richtig. Und hier nochmal Admiral Motti mit einem Imperialblaster, ganz wichtig zu erwähnen, der aber in der Edition Power of the Force aus dem Jahre 2000 leider nicht das richtige Rangabzeichen trägt. Sind hier nämlich drei blaue, drei rote. Das sind sie also, die imperialen Offiziere. Warum man nur diese beiden nun unbedingt so generisch machen musste, lassen wir mal dahingestellt sein. Mit viel Fantasie könnte man beim Gesicht auch sagen, dass das Wolf Yularen ist, aber dafür stimmt das Rangabzeichen nicht. Bei dem anderen, tja, welche Gegebenheiten da wohl relevant waren, lassen wir mal dahingestellt sein. Die beiden, die wir hier haben, nämlich einmal Admiral Peet und einmal Admiral Motti, die gehören eigentlich auch in zwei verschiedene Filme, nämlich einmal der Admiral Motti, der ja im A New Hope, ich sag mal, ein unrühmliches Ende gefunden hat, weil Darth Vader mit ihm nicht ganz so zufrieden war. Ja, man erinnert sich an die eine Szene, wo er dann gesagt hat, oh, mir wird aber eng um Kragen. Ich finde Ihren Mangel an Glauben beklagenswert. Und die andere Version von dem Herrn Peet, nämlich Admiral Peet in diesem Fall, ja, die ist eigentlich ganz gut getroffen. Warum jetzt diese beiden hier wieder die unterschiedlichen Rangabzeichen haben, obwohl sie ja demselben Rang angehören, hatte ich ja schon gesagt, wahrscheinlich liegt es daran, dass bei der Sprengung des Todessterns alle Rangabzeichen mit bei draufgegangen sind. Die Rangabzeichen im Lager setzen schon Schimmel an. Ja, jetzt können wir auch neue bauen. Jede Figur kostet 18,50 €. Beziehungsweise 74 Euro, bummelig 74 Euro das ganze Set. Da kann man natürlich jetzt sagen, ja Moment mal, also wenn man sich das überlegt, eine normale Figur kostet irgend sowas um bei 19,90 €. 1 Euro weniger, da hätte ich die Figur vielleicht auch noch ganz gerne kadiert gehabt. Ne, zumindest diese beiden Figuren. Bei den anderen beiden, die können wir mal links liegen lassen. Die können wir sozusagen als Hintergrundakteure benutzen. Aber was für mich als OT-Sammler interessant ist, sind letztendlich diese beiden Figuren.
Okay, und ja, mit diesen Worten wünsche ich euch natürlich einen fröhlichen, wünsche ich euch natürlich einen fröhlichen Tag. Und mit sammlerfreundlichen Grüßen verabschiede ich mich aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis dann und tschüss.